Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und auf meinem YouTube-Kanal. Heute stelle ich euch die Anime-Serie Basilisk Chronik der Koga Ninja vor. Es handelt sich hierbei um die Collector's Edition, wobei man sagen sollte, dass es eigentlich nur diese Collector's Edition von der Serie im Handel gibt. Es gibt also keine normale Fassung, so wie ich das gesehen habe. Und es handelt sich hierbei, wie man hier oben sehen kann, um die Blu-ray-Fassung. Ja, also auf der Außenhülle haben wir erst einmal ein Artwork mit zwei Charakteren aus der Serie darauf, mit dem großen Logo, also dem Schriftzug der Anime-Serie. So sieht die Box von der Seite aus. Hat für mich immer so ein bisschen dieses VHS-Format, also von der Breite her. Irgendwie dieses Gefühl, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Jedenfalls haben wir hier dann das Toxic Sushi und das Nippon Art Logo, dann nochmal ein Artwork und nein, das ist nicht das Artwork, was vorne drauf ist. Hier haben wir das Logo der Serie, es ist von Studio Gonzo produziert und ja, animiert worden. Und dann liegen vier Blu-ray-Discs in dieser Packung vor. Und ich weiß gerade gar nicht, ob es hiervon auch eine DVD-Fassung gibt. Müsst ihr euch mal schlau machen, wenn ihr keine Blu-ray-Abspielfunktion habt. So sieht die Packung von hinten aus und ich halte sie euch mal in die Kamera, damit ihr den Text durchlesen könnt. So, ich weiß nicht, ob auch doch, man sieht es eigentlich relativ gut. Hier wurde die Box leider sehr, sehr eingedrückt bei mir. Das wird vermutlich in der Pressestelle passiert sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so irgendwie aus dem Presswerk dann gekommen ist. Also, falls doch, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Aber das wird sicherlich nur bei mir der Fall sein. Aber ich beschwere mich ja nicht, weil ihr könnt ja sehen, ich habe es von Nippon Art als Muster bekommen. Ich habe auch eine Rezension dazu geschrieben auf Gameplay Gamers. Könnt ihr sehr gerne durchlesen, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Zu den Angaben, die hier unten stehen. Also es liegt im 16:9 Format vor. Also alle 24 Episoden auf allen vier Blu-ray Discs. Ja, Tonformat ist PCM 2.0, sowohl in der deutschen als auch in der japanischen Synchronisation. Es gibt deutsche Untertitel, Laufzeit ca. 600 Minuten, also habt ihr ungefähr 25 Minuten pro Folge. Und Extras gibt es mal wieder ein Poster und ein Booklet, also das typische Nippon-Art-Programm. Ja, also es geht hier nun darum, dass der Shogun gestorben ist oder stirbt, was steht drauf. Jedenfalls erkennt, dass das Ende seiner Herrschaft gekommen ist und will natürlich einen Nachfolger bestimmen und die ganzen Ninja und Samurai und was alles da drin vorkommt, die bekämpfen sich eben ja gegenseitig, um eben der Nachfolger zu werden. Hat so ein bisschen Battle Royale mäßiges. Und hier sehen wir es dann auch direkt wieder, wenn ich den Schuber rausgeholt habe. Das FSK 16 Logo ist dann tatsächlich nur hier drin abgebildet, nicht hier draußen. Ich denke mal, das wird aufgeklebt sein und dass man es rausziehen kann. So sehen dann die Artworks aus, die hier drin abgebildet sind. Also alles sehr schön und liebevoll gemacht. Also hier hat man dann direkt alle vier Blu-ray Discs, die ich finde auch sehr, sehr schön gestaltet sind, mit vier weiblichen Damen, die in der Serie vorkommen. Und man muss dazu sagen, dass in so gut wie jeder Folge eigentlich hier jemand stirbt. Also es geht dann wirklich Schlag auf Schlag, dass das dezimiert wird. Und jetzt hatte ich eben gesagt natürlich Poster und Booklet und die sagt, dass es typisch ist. Nein, also es ist nicht typisch, dass bei Nippon Art ein Booklet beiliegt. Es sind halt eher die Poster und ein Sticker, die beilegen. Und es gibt diesmal kein Sticker. Ich frage mich auch, wofür man dieses Sticker eigentlich braucht, weil ich würde den niemals irgendwo aufkleben. Der ist einfach viel zu groß. Und hier haben wir dann einfach ein ja recht spartanisches ja, Booklet, wo dann alle Charaktere vorgestellt worden sind. Also, wenn man nochmal nachlesen will, wer jetzt eigentlich wer ist, wenn man jetzt bei der Vielzahl an Charakteren den Überblick verloren hat, dann ist das, denke ich mal, sehr, sehr nützlich. Aber ich finde, da hätte man auch noch ein bisschen mehr sich Mühe geben können, weil da hätte man auch noch wunderbar etwas über das Universum erzählen können, wie es dazu gekommen ist, dass die Herrschaft des Shoguns endet und so weiter. All solche kleinen Sachen und ein Episodenguide, der wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, weil bei 24 Episoden kann man auch gerne mal den Überblick verlieren. Gut, aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lest gerne meine Rezension auf Gameplay Gamers, wenn ihr das möchtet und euch für den Anime interessiert. Ansonsten lasst mir ein Däumchen da, abonniert mich, ihr kennt das ganze Spiel und wenn ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr die auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie dann hoffentlich so schnell wie möglich beantworten können. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!